Karl und ich, wir kannten uns schon als Kinder. Aber Karl war ja mehr als 4 Jahre jünger als ich. Und als ich mich damals das erste Mal verliebte mit 16 Jahren, da war Karl ja noch ein Knabe. Er spielte ja damals noch auf der Straße, aber er machte dann später seine Schule. Und als er dann zum Studium fortging, war er ein ganzes Jahr weg von Trier. Dann kam er zurück nach Trier. Ach, und du erinnerst dich doch daran, als du die Tür aufgemacht hast, weißt du noch. Und weiter. Ja, da stand vor mir ein Mann. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Hochgewachsen, mit blitzenden schwarzen Augen, schwarzem Bart und schwarzem Haar. Ach, und es kam, wie es kommen musste. Wir verliebten uns unsäglich ineinander. Er war für mich der Moor, mein Schwarzbärchen. Ja, aber Karl war ja nur Student und ganze 4 Jahre jünger als ich. Somit mussten wir unsere Verlobung geheim halten. Durfte niemand erfahren. Was wäre das ein Skandal gewesen? Ach, und erst als... Mach du weiter, ich weiß nicht. 7 ganze Jahre brauchte der Kerl, bis er endlich seinen Doktor gemacht hatte. 7 ganze Jahre, weißt du noch? Wir dachten, 3 Jahre dauert das Ganze, dann können wir heiraten, eine Familie gründen. Nein, 7 Jahre. Und was hat er mir empfohlen? In der Zeit, wo ich auf ihn warten musste, habe ich doch tatsächlich die ganzen Philosophen wie Feuerbach und Hegel, die er alle studiert hatte, die habe ich gelesen, stell dir mal vor. Er wollte ja eine gebildete Frau, eine gebildetes Weibchen damit zu Hause haben. Damit habe ich mir meine Zeit damals vertrieben. Ja. Ach, es war doch spannend. Und dann kam er zurück. Und weißt du noch, unsere Hochzeit? Ja. Wir haben ja nicht in Trier geheiratet, in Bad Kreuznach. Ja. Mama und wir sind ja nach Bad Kreuznach, der guten Luft und der schlechten Gerüchte in Trier zu liegen. Aber in der Trierer Zeitung gaben wir eine Annonce auf. Fräulein Jenny von Westphalen heiratet den Doktor der Philosophie, Karl Marx. Damit die Trierer Bescheid wussten, wo der Wind hier weht. So,